FM1 Kickoff. Ivan Matic, wir schauen auf das letzte Spiel gerade mal zurück. Winterthur ist nicht ganz alles so gelaufen, wie man sich da vorgestellt hat. Man steht zwar da als Leader, hat 9 Punkte nach 3 Spielen. Der Cheftrainer war überhaupt nicht zufrieden. Wie hat es innerhalb der Mannschaft ausgesehen? Ja, ich denke, wir sind froh gewesen, dass wir gewonnen haben schlussendlich, weil es ein riesiger Knoss gewesen eigentlich. Ja, eben, wir nehmen die 3 Punkte mit und die anderen machen wir besser. Aber wann hat es denn gelegen? Ja, ich sage eben, wie gesagt, war es eher noch ein Problem gewesen, wo die Distanz eigentlich. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen, gar nicht in die Zweikämpfe. Und ja, schlussendlich kann man so eigentlich nicht gewinnen. Du wirst so nachdenklich, dabei hast du eigentlich alle Grund zur Freude. Du hast dich zurückgekämpft auf die neue Saison. Der neue Trainer, Jeff Sabini, hat ja wirklich reaktiviert gesagt, Mole hat seinen Platz wieder verdient. Und du hast jetzt auch bewiesen, mit guter Leistung. Weißt du, für ein Gefühl? Momentan eigentlich bist du ja im Höch. Ja, eigentlich schon. Aber ich denke, wenn ich so weitermache, ist es gut. Und ich sage, Lugano ist der nächste Schritt und dann müssen wir unbedingt gewinnen. Also von meiner Seite aus sicher. Und dann kann es so weitergehen. Trotzdem ist ja interessant, jetzt die Entwicklung. Man will nicht zu lange in der Vergangenheit rumstochern, aber ist als junger Fußballer, stellen wir vor, extrem unbefriedigend, wenn man eben vom einen Trainer sozusagen wird man in die U21 verschachert und man dort einfach kämpfen. Was ist im letzten halben Jahr in dir vorgegangen? Ja, es war schon ein bisschen frustrierend. Auf der anderen Seite habe ich auch gewusst, dass der Trainer mich noch nie gesehen hat, spielen. Und ja, und ich meine, die U21 gab es halt nicht so spaßig, aber ich habe das Beste daraus gemacht eigentlich. Und jetzt, die Vorbereitung ist gut gelaufen und jetzt denke ich mal, dass es verdient hat, das nächste Spiel auch noch zu spielen. Was lernst du vom Jeff Sabini so im täglichen Training? Ja, viel. Ich war, sagen wir, immer ein ruhiger gewesen, von der Aggressivität her. Aber jetzt haue ich schon mal drauf. Und ja, das bringt mal viel als rechter Verteidiger, wo ich halt vorher nicht so viel gemacht habe. Draufhauen müsst ihr ja dann auch nächsten Montag gegen Lugano. Das ist wahrscheinlich die erste ganz happige Bewährungsprobe. Wie schaut man da als Mannschaft, wie schaust du dem Spiel entgegen? Ja, ich sage, Lugano habe ich auch geschaut, Lugano Aarau. Und ich denke, Lugano ist eine gute Mannschaft. Wir müssen sich hoch konzentriert sein von Anfang an. Und dann geht es am besten 1-0-4 geht die erste Viertelstunde. Und dann sage ich, geht das schon gut. FM1 Kickoff. Kickoff.